Ich freue mich, dass ihr da seid. Mich berührt diese Lektion sehr. Und dann noch das Textbuch dazu. Ja, und diese Berührbarkeit zulassen. Dieses Stille kommen lassen. Und Gottes Stimme lauschen. Einfach sich und dem Vater nahe sein. Nichts anderes. Genau in diesem Moment. Und das wollen wir geschehen lassen. Es braucht ja die Erfahrung. Ja, da freue ich mich schon so drauf. Also gut. Lass jede Stimme außer Gottes Stimme in mir still sein. Mögen wir zur Ruhe kommen. Nur Gottes Stimme. Will jetzt gehört werden. Und das kannst du einfach geschehen lassen. Denn nur du kannst deine alten Gedanken stoppen. Und das ist jetzt. Du bist der Herrscher deiner selbst. Das ist die Entscheidung. Das ist die Wahl, die ich habe. Und sie jetzt zu treffen. Nur Gottes Stimme. Lass jede Stimme außer Gottes Stimme in mir still sein. Vater, heute möchte ich nur deine Stimme hören. Jetzt möchte ich nur deine Stimme hören. Es darf ruhig noch gegenwärtiger werden und sein. In tiefstem Schweigen möchte ich zu dir kommen, Vater, um deine Stimme zu vernehmen und dein Wort zu empfangen. Ich habe kein anderes Gebet als dieses. Ich komme zu dir, Vater, um dich um die Wahrheit zu bitten.
und die Wahrheit ist nur dein Wille, den ich heute, den ich jetzt mit dir teilen möchte. Und mit dir, lieber Bruder. Lass jede Stimme außer Gottes Stimme in mir still sein. Heute lassen wir keine Ego-Gedanken, unsere Worte oder Taten lenken. Führe dich nicht mehr in Versuchung. Schau hin. Höre hin. Schau nach innen, höre nach innen. Du kannst das Wahre vom Unwahren unterscheiden. Du hast es schon gelernt. Tauchen solche Ego-Gedanken auf, so treten wir still einen Schritt zurück. Und schauen sie an. Und dann lassen wir sie los. Wir wollen das nicht, was sie mit sich bringen würden. Wir wollen dieses Angstbasierte nicht mehr. Ich will mich nicht mehr länger in Angst und Schrecken aufhalten.
Ich tue es mir selber an, durch meine uralten, ururalten Gedanken. Von Krankheit, Leid und Tod. Jetzt will ich die Sühne annehmen, die Berichtigung meines alten Glaubens, dass Sünde und Schuld wahr sein könnten. Sie sind nicht wahr. Diese Gedanken wirklich aufzugeben. Schau sie an. Sie sind nicht wahr. Gib das alles ab. Lass sie los. Das ist die Läuterung, die Reinigung deines Geistes für die geistige Gesundheit, für den Heiligen Geist. Wir wollen das nicht mehr. Wir brauchen es nicht mehr. Wir haben jetzt ein neues Fundament. Gott. Die Liebe. Das Vertrauen. Ich kann loslassen, weil ich den neuen Boden endlich entdeckt habe. Dass ich keine Angst mehr haben muss vor dem Loslassen. Dass ich in das Nichts fallen könnte. Wenn ich falle, dann nur in Gottes Arm. Aber ich brauche gar nicht zu fallen, denn ich bin schon in Gott. Ich bin schon in seinen Armen. Es ist nur dieses Loslassen meines alten Konzepts. Und so beschließen wir nicht, diese alten Gedanken zu behalten. Jetzt schweigen Sie. Und in der Stille, die geheiligt ist durch seine Liebe, durch Gottes Liebe, spricht Gott zu uns. Und berichtet uns von unserem Willen, da wir die Wahl getroffen haben, uns an ihn zu erinnern.
Also danke, lieber, lieber Bruder, dass du jetzt die Wahl getroffen hast, dich hier mit mir zu erinnern. Dass sich die Teile zusammenfügen. Wir uns vereinen. Still im Schweigen. Lass jede Stimme außer Gottes Stimme jetzt in mir still sein.
Lass jede Stimme außer Gottes Stimme in mir still sein. Vater, jetzt möchte ich deine Stimme hören. Im tiefsten Schweigen möchte ich zu dir kommen, um deine Stimme zu vernehmen und dein Wort zu empfangen. Ich habe kein anderes Gebet als dieses. Ich komme zu dir, um dich um die Wahrheit zu bitten. Vater, bitte zeige du mir die Wahrheit. Und die Wahrheit ist nur dein Wille, Vater, den ich jetzt mit dir teilen möchte. Nur die Wahrheit ist wahr. Ich möchte nichts als die Wahrheit. Und Gott. Und ich als der Sohn sind die Wahrheit. Dass wir eines Geistes sind. Und wir uns hier als Träumer in den glücklichen Traum begeben können, durch die Änderung der Ursache. Gott ist meine Ursache und nichts anderes. Ich bezeuge seine Vaterschaft. Ich bin doch das Kind. Und er bezeugt für uns die Sohnschaft.
Nur die Wahrheit ist wahr, alles andere ist ursachlos. Ich bin nur der Träumer. Und kann mich üben, einen glücklichen Traum zu haben. Und eben nicht mehr einen Traum von Angst und Schrecken, von Leid und Tod, von Bedrohung. Das wirklich zu verlernen. Das ist das große Verlernen. Sieh doch, wie sich alles zusammenfügt, wie alles ineinander passt. Durch mein Lernen. Das ist Geistesschulung. Und mein Geist will heilen. Dafür braucht es diese Umkehrung. Wieder das Textbuch. Die Umkehrung von Wirkung und Ursache. Kapitel 28, Nummer 2. Nur ich kann es umkehren. Je nach Ursache sehe ich dann im Außen die Wirkung. Ich bin ja immer die Wirkung. Ich gebe ja immer die Wirkung. Und jetzt will ich nur noch Gott als meine Ursache annehmen und seine Wirkung sein. Für den glücklichen Traum. Den ich hier als Körper scheinbar träume. Und Gott als meine Ursache ist vertrauensbasierend, friedensbasierend. Liebesbasierend, Sicherheit bringend, Schutz gebend, Hand reichend, wohlwollend, gebend und empfangend. Freilassend, Licht bringend, Freude bringend, und so viel mehr. Gott will nur, dass du glücklich bist. Und ich habe die Entscheidung, glücklich zu sein oder nicht. Ich treffe die Wahl. Das ist mein Film hier. Und ich bin diesem Film nicht wahllos ausgeliefert. Ich habe das Steuerrad in der Hand. Da ist nichts von außen, was mich bestimmt. Der Ego-Wille ist genauso Teil von mir gewesen. Und ich will mich davon eben nicht mehr bestimmen lassen. Ich habe dem alle Macht gegeben. Und das will ich nicht mehr. Jetzt will ich alle Macht Gott geben.
weil das die wahre Macht ist. Das gibt mir Kraft und Stärke. Und dafür will ich gehen. Und Gott ist die ganze Zeit mit mir, besänftigt mich, beruhigt mich, schenkt mir einfach immer nur sein Vertrauen und seine Liebe, lässt mich frei. Zieht mich einfach nur in meiner Reinheit und Vollkommenheit. Für ihn ist nichts geschehen. Er hat nichts zu tun mit diesem Traum. Aber seine Wirkung ist dennoch da. Seine Liebe, sein Frieden wirkt doch dennoch durch mich. Auch wenn ich träume, ich bin doch sicher gehalten, selbst in diesem Traum. Da hat sich ja nichts verändert in der wirklichen Welt, nur weil ich hier der Träumer bin, weil ich mich abgespalten habe, scheinbar durch diesen Traum. Aber ich bin nicht weg. Ich ruhe in Gott als der Träumer. Und diesen Trennungsgedanken, das ist ja wirklich ein Hardcore-Ego-Gedanke, der mir ja diese Geschichte, diesen Traum, diesen alten Traum die ganze Zeit erzählt. Den wirklich gehen zu lassen. Dir das nicht mehr zu erzählen. Die Trennung hat nie stattgefunden. Durch die höhere Ebene, durch die höhere geistige Ebene, kannst du das genau sehen und wahrnehmen. Also erzähl dir nichts anderes mehr. Mögen wir keine Angst mehr vor uns selber haben. Vor unserem Ego. Da ist keine Bedrohung. Es sind nur Gedanken, die sich zum großen Teil im Körper manifestiert haben. Und das spüren wir dann. Und dann lassen wir uns treiben von der Angst oder von Unruhe, Unfrieden, Wut, Groll und so weiter. Wir kennen das schon.
Ich will den Frieden Gottes. Ich könnte stattdessen Frieden sehen. Ich will Christi Schau annehmen, diese gütige Sicht. Diese gütige Sicht nach innen, die dann nach außen strahlt, auf mich selber gütig und liebevoll zu schauen, mit mir gnädig zu sein. Gott ist mit mir gnädig, weil gar nichts geschehen ist, und so will ich es auch sein. Ich lese noch einen Auszug aus dem Kapitel 28, Frau Nummer 2. Der Geist war krank, der dachte, dass der Körper krank sein könne. Seine Schuld hinaus zu projizieren, hat nichts verursacht. Und hatte keine Wirkung. Diese Welt ist voller Wunder. Sie stehen in leuchtendem Schweigen neben jedem Traum von Schmerz und Leiden, von Sünde und von Schuld. Sie sind des Traums Alternative, die Wahl, Träumer zu sein, statt die aktive Rolle bei der Erfindung des Traums zu verleugnen. Sie sind die frohen Wirkungen davon, dass die Folge der Krankheit auf ihre Ursache zurückgeführt wird. Der Körper wird befreit, weil der Geist anerkennt: Das wird nicht mir getan, sondern ich tue das. Das ist im letzten Absatz. Ich tue mir das an. Ich kann es nicht erkennen, weil es schon so uralt und so verstrickt und so verwurstelt ist, dass ich natürlich, wenn ich darauf schaue, nicht durchblicke. Deswegen kann ich nur aus dem gegenwärtigen Moment wirklich klar handeln. Und erkennen und sehen, wahrnehmen. Und nur da kann ich eine klare Wahl treffen, eine klare Entscheidung. Ein ruhiger Geist ist keine kleine Gabe. Ich brauche diese Stille, ich brauche diese Ruhe, damit ich mal einen Moment von diesem Trigger, von diesen alten Triggergedanken loskomme. Von dieser Sorge. Das ist alles Angst. Der Geist erkennt an, das wird nicht mir getan, sondern ich tue das. Nun ist der Geist frei, stattdessen eine andere Wahl zu treffen.
Von hier aus schickt sich die Erlösung an, die Richtung eines jeden Schrittes im Niedergang zur Trennung zu verändern. Ist jeder Schritt rückgängig gemacht, die Leiter fort und alles Träumen der Welt aufgehoben ist. Dann sind wir erwacht. Aber wie? Dann hat sich meine Funktion hier erfüllt. Aber solange ich mich noch als Körper wahrnehme, muss ich wirklich üben, zu lernen und zu verlernen. Tagtäglich, immer kleinschrittiger, konsequent, beständig. Für mich selbst, weil ich es mir selber antue. Und durch mein Auftauchen und durch das Anerkennen meiner Größe in Gott weiß ich, dass ich nur träume und dass nichts bedroht ist. Dass ich mich so annehmen kann, wie ich bin. Und selbst wenn da gerade Kummer ist oder Trauer oder Wut, ich will zurücktreten und ihm die Führung überlassen. Ich will es annehmen, dass das nicht die Wahrheit ist. Ich will die Sühne akzeptieren, dass nur die Wahrheit wahr ist. Lass mich keine Stimme außer Gottes Stimme in mir still sein. Amen. Amen. So sei es. So ist es. Danke, danke. Du stille Liebe, so liebevoll, so berührend.